So, Mensch, yeah. Der Messer Tobi A8 oder wie auch auf Arbeit genannt, Tobi Jescher. Fragt nicht wieso, ich werde es einfach auf Arbeit genannt. Nachher kam mein Buch, aber egal. ja, begrüße euch wieder zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Master Quest Monster Mode hat mich überhaupt gesetzt. Okay, wir sind. Haben wir. Also, warte mal, wir sind wohl aus dem Bauch raus. Das will ich sehen. What the fuck ist, warum ist links so klein? Egal. Und wir haben alle drei Smawaction. Oh, alles drei Edelsteine. Oh, sagen wir so. Okay, das gefällt mir. Dann machen wir das Ganze natürlich mal. Okay. Habe ich abgesetzt, das heißt wird bestimmt was. Oh ja, oh, Alter, da hat wohl jemand was reingeschmissen. Die stehen doch, wir wollen nicht mehr sehen, naja. Ah, so sind sie. Nee, immer noch nicht, na komm, ich will jetzt die Dings. Aber immer noch nicht. Ey, aber jetzt. Yes! Du Ocarina! Derzeit! Die Ocarina ist ein Artefakt! Sie hat geheimnisvolle Kräfte! Geheimnisvolle Kräfte, Leute! Wo die uns wo was ermöglichen. Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Zelda! Oder heißt es so? Link! Nun! Da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Und Link kam nicht. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Lied öffnet das Zeitportal. Dun 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 dun. Okay. Spiele die Melodie mit A und C. Okay. Wow, awesome! Bam 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 bam. So, du hast die Hymne der Zeit erlernt. Leute, wir haben die Hymne der Zeit erlernt. Wohlan, Link, spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitalter. Okay. Ich danke dir, mein lieber Zelda. Das war ein nettes Geschenk. Und guck mal, Leute, sie ist doch viel hübscher als unser erste Scheiß. Na gut, okay. Von Saria, die war auch nicht schlecht, die Feen-Ocarina. Ach nö! Hab ich erschreckt hier, blöde Schwein, du. Ja, aber ab du. Ach du blöde, ja. Ach hier. Nichts da. Nichts da, nichts da. Ah, hier. Das kommst du zurück. Stör. Gut, wir spielen jetzt. Warte mal, schau mal nach, wie das Lied geht. Rechts, ah, ach Himmel, das heißt das. Ne, Himmel, das haben wir nicht. Rechts, runter, hoch, gut. Ach so, nochmal. Mann! Jetzt! Ich möchte keine Abend mehr! Ich möchte jetzt schönen Nacht haben. Tag haben. Los! Und lass die Zugbrücke runter. Ich möchte ab zum Schloss, oder? Nein!
Und dann haben wir etwas wenig Bomben. Gar nicht gut. Aber Leute, wir machen mal was anderes, etwas anderes. Ich meine, es ist zwar nicht schlecht, aber... Naja, wisst ihr, was ich meine. Ich kann mich damit anfreuen, ich will das Große haben. So. Das wird uns gleich auch wichtiger sein. So, aber bevor wir hier die ganzen Dinger zerbrezeln, ich hab da nämlich noch eine... So, lassen wir mal pumpen. Hier sollte eigentlich eine Spinne untereinander sein, oder? Oder hat das Master Quest Master schon gemacht? Nein, siehst du? So, stirb du! Und gib mir die goldene Skulltula. Zack! So! So. So, oh. Wir sind auf dem Marktplatz. Da ist der Maskenhändler. Und hier gehen wir mal trotzdem lang. Denn ich möchte das gruseligere Zelt haben. Zumindest war es früher für mich gruselig. Okay, ich muss euch mal erzählen. Und zwar früher, wo ich es noch zum ersten Mal gespielt habe. Das war vor 50 Millionen Jahren. Spaß. Nein, da habe ich Angst gekriegt. Das wird ich euch gleich erklären, warum. Oder nach ein paar Minuten. Nee, wie ging das? Tom, Toby, vergisst aber schnell. Ist ja nicht gut. Hey, links sieht er besser aus. Rechts A runter, rechts A runter. Die ist nämlich ganz wichtig für uns. Oh, Scheibengleise, das hab ich doch gewusst. Naja. Oh, Leute, der epische Moment. Hymne der Zeit wird gespielt. Es ist awesome, Leute. Es ist awesome. Unsere drei Steine, die wir alle hart erkämpft haben, zumindest unsere anderen Freunde. Ich habe irgendwie nie einen Kampf erlebt. Werden jetzt auf das Protest gestellt. Okay. Und dort erleuchtet das Triforce. Oh, Leute, und die Tür geht auf. Awesome. Ist aber eine wundersame Kirche hier. Ja, Leute, wo wir jetzt hinkommen, das soll euch jetzt erstmal erklärt werden. Wir sind in einem Raum, einen Teil des Raums, in dem wir, eigentlich das ganze Zelt ausgemacht hat, ja? Link, da bist du nicht. Oh. Navi fliegt voran zum... Ja, was ist das? Dieses legendäre Klinge. Ich glaube, ich weiß, was das ist, Leute. Das... Master Schwert! Auch bekannt von Master Quest Master, oder? So. Dann wollen wir nochmal zu diesem heiligen Relikt gehen. Und es aus der Klinge rausziehen. Einfach nur awesome! Awesome! Ach du Leute, scheiße, wie. Hahaha, ausgezeichnet, Kleiner. Ja, wie ich mir dachte, bist du den Schlüssel zum Zeitportal. Ja, du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Bitteschön.
Nee, ich weiß ja, das ist. Ich möchte danken, Kleiner. Bitte schön, Gellendorf. Lache nicht so hämisch. Ich gebe dir gleich das hämische Lachen zurück zum Absender. Genau, Absender. Link. Wach auf, Link. Du bist der Auserwählte. Verdammt. So, Leute. Oh, wo sind wir? Aber ich glaube, wir sind immer noch der Kleine. Nein, oder? Es ist einfach nur awesome, episch. So, da haben wir eine weitere Plattform und... Oh, welchen Typen haben wir denn da? Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen, im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Master Schwert, das alles Böse vernichtet und das du aus den Zeitfeldern gezogen hast, öffnet das Tor zum Heiligen Reich. Link, erschreck nicht, schau dich an. Okay. What the fuck? What the fuck? Was hat der für Mittel getrunken? Ja, wie bei Detektiv Conan. Schau dich an, du bist wieder erwachsen. Sieh nur, Link, du bist gerade erwachsen, du bist älter geworden. Das Master Schwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus den Zeitfetzen zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist, ja? Klar habe ich das. Ja. Doch vergiss niemals. Obwohl du nun mit edelstem Ansehen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Fußfragment im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Also ein Reich, ungefähr so gesagt. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch ist Hoffnung. Doch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wiedergeweckt wird, kann mit dem Amulett die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Und kein blöder Gandorf mehr ist mehr da. Doch bis dahin muss man noch vieles erledigen. Ich bin Rahu, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschatzes dazu auserwählt. Ich trage dir die Macht, geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Das werde mir. Ich danke euch. Und wir bekommen das allererste Amulett. Sehr nice, muss ich mal sagen. Das Amulett des Lichts. Rau der Weise gibt dir seine Kraft. Gut, das erste hatten wir schon mal. Für bloß noch die anderen 6, 7 oder wieder. Oder was auch immer. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Klar, wird gemacht. Für 4,95 pro Stunde. Das mache ich. Zitadelle der Zeit. Mm-hmm.
Link, wir sind zurück. Der letzte Zeit. Aber sind wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Leute. Los, lass uns geheilen. Wer ist das? Ha! Jetzt bin ich an der Schnauze! Ich habe auf dich gewartet. Junger Held. Dünn, 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 dünn. Beherrscht das Böse die Welt, weil denn jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reichs erwacht werden, noch in den 5 Tempeln. Einer in den dunklen Wäldern, einer auf hohen Berge, einer im tiefen See, oh ne, oh, auf mit den Dungeon, einer der Städte des Todes, oh ja, in den Himmel, das Gürtel des Sandes. Zusammen mit den Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen und der Welt den Frieden wiederzugeben. Oh yeah, for the win. Hallo, Leute. Hallo. Also, dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Chica, überliefert wurden. Ich bin Chic. Angehörer des Chic-Stamms. Deswegen, der Chica-Stamms. Deswegen Chic. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Chica an. Also. Wahrlich, du siehst aus wie der uns prophezeit wurde. Tapfer. Hältst du das Masterschwert in der Hand? In der Hand! Willst du die Prophezeiung erfüllen? So suche nach den 5 Tempeln und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Das werde ich. Einer von ihnen wartet im Waldtempel. Darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Hof des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Link? Ja, dies habe ich. So, also Leute, wir müssen nach Kakariko. So, wir können jetzt aber nicht mehr zurück verwandeln. Wir sind erwachsen. Erwachsen. We are men. Und wir gehen jetzt nach draußen. Leute, ihr seht den Todesberg. Wie er Vulkanring oben um sich hat. Und jetzt gehen wir sogar in den Marktplatz. Das ist bestimmt noch alles froh. Ach du Scheiße, Zombies! Leute, die machen mal Kill! Stirb! Vor dir hatte ich mich immer früher Angst, das war das nämlich. Es ist aber wirklich nicht ganz erst rein gemacht. Für Kleine nicht geeignet. Nein, Spaß. Zombies sind schlechter Bitch-Qualität. So. Und auch der ist tot. Keine Zombies mehr. Fein. Tschüssi. Wenn ich wieder reingehen würde, wären wir welche da. So. Hier links können wir dann später etwas abgeben, was uns sehr wertvoll werden wird. Für eine neue Flasche, aber das will ich jetzt noch nicht verraten. So, selbst die Zugbrücke wurde sehr stark demoliert. Seht hier. So, das ganze Schloss zeige ich euch irgendwann mal. Wir könnten natürlich das Ganze mit dem Pferd machen. Was ich uns auch machen würde. Heißt, ich hole Epona. Ich gehe mal bloß bis dort vor. Also bis hierher, ich zeige mit meiner Maus hier. Bis hierher. Und komme dann gleich wieder. Mach kurze Pause. Bis gleich.
Na, ist das nicht eine geile Pause gewesen? So, Leute, und jetzt geht's weiter hier. Und zwar gehen wir jetzt mal hier hoch. Ja, wir sehen jetzt hier die Lon-Lon-Farm, auf der manchmal als kleiner Junge war. Das war sehr, sehr schlecht. So. Wir müssen nämlich in Pferde reinhalten, wettmachen, Kämpfkampf machen, um hier zu gewinnen und was Schönes zu bekommen. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen, aber das stimmt ja nicht. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitete Basil, der besser aussieht, aber eigentlich hässlich ist, aber meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf es deshalb schlecht über mich sprechen. Im Vertrauen, eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung geben, als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Für 10 Rubine lasse ich dich reiten. Ja, Mama. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Nö. Die Farm dankt. Geldverschwendung. Naja, was soll's. Wir nehmen die alten Gaul hier. Ich glaube, wir bekommen Epona noch nicht, oder? Oder haben wir das Lied schon erkannt? Nein, wir haben es noch nicht erkannt. Okay, wir können uns keine Epona holen. Ich möchte hier raus, ich meine, ich habe jetzt die 10 Euro umsonst ausgegeben. Setzt du die Zielfassung ein, kannst du mit mir sprechen, während du auf dem Pferd sitzt. Willst du jetzt schon gehen? Ja, ist genug. Gut. Dann tschüss. Okay, Leute, das können wir dann nicht machen, da uns dann noch die Melodie fehlt. Das werden wir sofort nach dem nächsten Tempel erledigen. Zu dem ich jetzt mich noch schnell hinbegebe. Leider ohne Pferdchen. Hätten wir bloß nicht den Fehler gemacht. Naja. Aber was soll's. So, ich begebe mich jetzt zu Dungeon, der ganz tief im Wald versteckt sein soll. Okay, ich bin gleich wieder da. Wir gehen jetzt noch ins Reimerdorf. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und hier geht es jetzt weiter. So sieht gleich unser Dorf im Dunkeln und im Erwachsenenmodus aus. Ja, ja. Viel coolischer. Ja, böse Pflanze. Wie bist du wohl gewachsen, hä? Da hat wohl jemand nicht so viel schnell Unkraut gezupft. Naja. Leute, dank alle an Day, die Gartenarbeiter vollrichten. Ohne sie wäre bei uns auch solche Pflanzen unterwegs. Zwergböse. So. Leider wird der Part etwas länger, aber dafür epischer als in je. Leider mit vergessenen Dings, also ohne Pferd. Aber das Pferdchen bekomme ich schon nach der ersten Tippel. Leider. So, weil will ich mich nicht mehr. Ah, das Ding, okay, das kann mich jetzt noch nicht killen, ne. Hier lang. Falsch. Ich hätte auf jeden Fall nicht lang gehen. Hier lang. Genau. Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen, auch wenn Sie Kokiri-Kleidung tragen. Ich habe Saya versprochen, Sie vor allen Gefahren zu schützen. Sollen wir Ski glauben und nach Kakariko gehen? Ach, Leute, wir müssen nach Kakariko.
Haha, epic fail. Gut, dann gehen wir eben nach Kakariko. Meine epic fail Scheiße, Mann. So, ich schicke nochmal kurz auf Pause und wir sehen uns gleich wieder in Kakariko. So, wir sind zwar noch nicht ganz in Kakariko, also hier grob geht's nach Kakariko. Man braucht wirklich übrigens 30 Minuten, das ist ein Muss leider, aber gibt's nämlich hier einen kleinen Dings, an was ich mich noch, erinnert konnte. Und hier habe ich ein Loch. So. Und durch das, dieses Loch bekommen wir etwas. Eine Riesenspinne. Genau. Los, stirb. Dreh dich um. Und stirb. Herze. Und da oben haben wir nämlich was, was wir brauchen. Aber leider nicht mehr bekommen, aus folgenden Gründen. Aber müssen wir noch mal nämlich wo es ist. Und ja, okay, jetzt sehen wir uns gleich wieder in Kakariko. Bis gleich. Oh Mensch, fast vergessen hier wieder auf Play zu klicken. Pause, nee, Quatsch, Play. Weiter. Wiederaufnahme. Egal. So, hier sind Boobies. Bam, bam, voll gegen Baum. Nee, egal. So, ja, wir sind jetzt hier in Kakariko. Und hier sollen wir was holen. Oder was nicht vergessen. Oder, ja, hier bekommen wir etwas, was uns für spätere Zwecke sehr nötig sein kann. Wie ich auch gerade merke, haben wir auch vergessen, noch was anderes zu machen, aber das ist alles so blöde. Wir hätten als kleiner Junge noch viel mehr machen müssen. Naja. Was man nicht alles schon im Kopf hatte, Leute, das ist awesome. Und zwar geht's nämlich hier ab in den Friedhof. Nämlich zu Boris oder Höhle des Totengräbers. Des Totengräbers Tagebuch. Willst du es lesen? Ja. Wer immer dies liest, der möge mein Grab betreten. Ihm gebe ich meinen langen, kurzen Schatz. Ich warte Boris. Gut, Boris ist gestorben. Und er hat ein Grab. Dort können wir ihn finden und etwas bekommen. Doch wo ist dieses Grab? Das ist diese Frage. Stirb. Stirb. Nichts. Aber was ist drauf? Auch nichts. Auch nichts. Was hier uns drin erwartet, gehen wir mal einfach mal runter. Ich weiß nicht, ob es das wirklich das ist, wo ich jetzt rein wollte. Nein. Geh wieder hoch. Da haben wir ja früher unser Helia-Schild geholt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nein, auch nicht das. Ah, vergiss es ja, wer wäre der Fee? Liege ich oben, steht nicht irgendwo da, wo der Boris liegt? Ich bleibe irgendwo hier oben. Machen wir einfach mal alles auf hier. Nein. Weiter. Weiter. Hier ist noch ein Grab. Ich hoffe, dies ist wenigstens der richtige. Nein, hier ist noch ein Zoll, bitte. Aber den kennen wir auch mal. Zur Begnügung. Ist ja gut. Hab keine Angst. Bam. So. Bist weg. Geh wieder hier hoch. Ich glaube, da war sogar was versteckt, aber das will ich jetzt nicht mehr. Man braucht glaube ich Auge der Wahrheit. Ich weiß, ich spoilere, aber... irgendwo hier ist Boris begraben. Aber ich glaube, ich weiß wo. Warte mal, ich glaube, ich weiß wo, Leute. Genau dort, wo nämlich dieser hier ist. Und zwar hier. Hier. Alter. Nee, ich glaube, irgendeiner von diesen Seiten hier war es. Genau, hier, kleines selber sein.
glaube, hier war es auch. Ja, wir sind richtig. Nämlich bei einem Fragezeichen. Und wen haben wir da? Boris, den Totengräber. Hey, Jungchen, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, weil du es dir zutraust. Das machen wir noch schnell, das tut mir leid, dass wir das jetzt nicht zu seinem schlechten Tempel weitermachen. Deswegen ist es einmal eine Ausnahme, dass ich mal über länger als 30 Minuten aufnehme. Wow, sei ganz lieber artischer Alter. Komm zu mir. Scheiße. Müssen wir uns wieder einholen, ey. Ja, Hammer. Wir haben ihn, wir haben ihn. Das ist ja auch kein Wunder, du bist ja auch. Fliegst ja auch. Das finde ich immer so gemein gemacht. Leute, ah, Alter. Geschafft, Leute. Mal sehen, was wir jetzt bekommen. Die Zeit beträgt ein Schuss. Hehe, Jungchen, du bist gut zu Fuß. Was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Ja, Leute, damit wirst du nun an Orte gelangen, die bis außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuche mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Genau, Leute, was sehr Wertvolles. Noch etwas, sei auf seinem Rückweg sehr vorsichtig. Gut, den Rückweg werden wir auch noch machen. Da werde ich mich jetzt staunen, wo wir nicht ankommen. So. Yeah, wir haben den Fanghaken erhalten. So. Ich weiß, langer Part, wir eigentlich schon längst beenden hier, aber. Naja, ich will sie wenigstens da rausbringen. Oder wisst ihr was, Leute? Das lassen wir mal für die anderen mal sehen, ob sie es selber rauskriegen. So, okay Leute, ich speichere ab. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei diesem Part und bis dann Leute, tschüss!